So, da sind wir also. Es geht immer noch um das Buch Schlechtwetterprognose, Depression. Wir sind jetzt in dem Teil angekommen, wo ein einsamer Mensch, also ich rede ja von betroffenen Menschen, und da geht also jetzt um die Einsamkeit zu entfliehen. Also zuerst war ein Gesellschaft, muss der Maske aufziehen, damit das durchsteht, damit keiner mitkriegt, wie es ihm geht. So, dann hat er das überstanden, mehr oder weniger. Dann geht er also nicht nach Hause, weil da ist niemand, nichts, null, nichts Lebendiges. Wenn er Pflanzen überlebt, hat er Glück gehabt. Und dann geht er also ins Lokal, und ich spreche hier von Bregenz, einem ehemaligen Bregenz, bitte. Das gibt's nicht mehr. Die Generation hat sich verabschiedet, wo das betroffen hat. Das waren noch die, sage ich jetzt mal, zwischen 60 und 70 Geborenen, vielleicht ein bisschen ein paar Jahre drunter oder ein paar Jahre drauf. Und die Lokale gibt es nicht mehr. Und also da hat es einen Wechsel gegeben, aber es war echt hart. Als Außenstehender betrachtet, darf ich drüber jetzt zu schreiben, vor allem weil die Zeit vorbei ist. Wenn man klug ist, wählt man nicht den Tresen, denn dort könnte man in der akut frostigen Zeit ganz unbemerkt verwesen. Nicht minder ist das Übel, sich irgendwo ungefragt dazu zu gesellen, weil man sonst droht, an der hier üblichen Kaltwetterfront zu zerschellen. Man wisse trotz ungetrübter Verhältnisse, man hier eine Regel nicht bricht, dass hierzulande nicht jeder mit jedem spricht. Eins der schrecklichsten Dinge, die dir passieren können, wenn du in ein Gasthaus gehst. Also buchstäblich, du versuchst ja an und für sich deiner Einsamkeit zu entrinnen und suchst Gesellschaft. Irgendein interessantes Gespräch, irgendein Diskurs, irgendeine Übereinstimmung, irgendetwas Erhellendes. So, und dann gehst du da rein, und das Erste ist, dass du, wenn du an den Tresen sitzen würdest, ja, da kann es passieren, dass die keiner wahrnimmt. Du sitzt da vor deinem Glas und mir nicht. Wenn du Glück hast, bist du noch kommunikativ oder ein bisschen offen und hast mit der netten Kellnerin ein Gespräch oder mit dem Inhaber oder mit der Inhaberin oder wie auch immer, die dich nicht ganz so versauern lassen, unter dem Aspekt, dass du auch ja lange bleibst und viel konsumierst. So ist es einfach. Die Wahrheit ist nicht immer leicht zu ertragen, aber es ist einfach so. Er verdient sein Geld oder sie verdient ihr Geld damit und unterhält dich. So, und dann haben wir noch das Nächste, was so furchtbar schrecklich war. Du kannst zumindest nicht in Bregenz, okay? Das geht vielleicht auch noch nicht einmal in Vorarlberg, aber in der Österreich ist anders. Hoffe ich mal, dass das noch so bleibt, aber das war immer so anders. Und das, aber in Bregenz ist das anders. Da kannst du nicht einfach sagen, darf ich mich dazusetzen? Nein, nur wenn du der Gruppe entsprichst. Die sind kleinen Grüppchen. So, und das ist das, was ich gesagt habe. Trotz ungetrübter Verhältnisse. Man hat noch nie jemandem irgendetwas zuleide getan. Trotzdem spricht nicht jeder mit jedem. Es ist so eine interne Arroganz, wir sind besser wie du oder wir sind anders wie du oder du passt nicht zu uns oder nein, dich mögen wir nicht. Haben wir doch jetzt gerade auch so nett in der Politik. 2024, mit dir spielen wir nicht. Nein, 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 nein. Nein, wir spielen nicht mit dir. Mobbing ist echt eine grausige Sache, und Mobbing fängt mit dem Nächsten an. Ja, eine traurige Angelegenheit in unserem Leben, was Gesellschaft anbelangt. Vielleicht hätte er dir etwas zu erzählen, was du noch nicht wusst. Aber oh, der Diskurs ist ja auch nicht mehr gestattet. Es gibt immer noch Menschen, die flippen aus, wenn ich eine andere Meinung habe wie sie. Intelligente Menschen. Da frage ich mich immer,
Wie ist sowas überhaupt möglich? Dass jemand mit dem größten Recht behauptet, nur ich hab Recht und was du siehst, ist Müll und Blödsinn. Wisst ihr was? Als Depressionskranker oder als Mensch, der sehr sensibel ist oder als Mensch, der intelligent ist, ich würde mich in die letzte Ecke verdrücken und mit keinem reden wollen mehr, wenn mir das 20 Mal passiert ist. Es gibt welche, die sind so gescheit, dass sie sagen nach dem dritten Mal, es brauche ich nicht mehr. Ich sitze mir lieber allein hin. Ja, kann ich verstehen. Aber er bleibt einsam. Und er hätte vielleicht jemandem was zu erzählen, jemand was zu sagen, etwas zu teilen, was er ist, was er denkt, was er kann. Es würde sich lohnen, mit ihm hinzusitzen. So, aber mehr im nächsten Video.